as the Bubble Universe. Also um ein Level zu designen, braucht man erstmal eine Idee dazu, wie die Geschichte aussehen soll, die man da erzählen möchte. Also hier, dieses Areal muss auf jeden Fall so gekennzeichnet sein, dass er dann da reinkommt in die Insel, dass er weiß, wie er da langlaufen muss und so weiter. Solche Kriterien muss ich da anlegen und mir überlegen, wie baue ich das Ganze auf. Dass es groß aussieht, aber von der Spielfläche her recht überschaubar ist und den Spieler auch leitet auf eine gewisse Art und Weise. Also im Prinzip geht es jetzt hier um den Strand an der Westküste. Und da wäre halt noch die Frage, wie man den Aufgang zum Aussichtspunkt macht. Es muss auf jeden Fall genug Platz da sein, damit du dagegen Monster kämpfen kannst. Mhm. Bevor man hier hochkommt, müsste hier noch irgendwo ein NPC stehen, den man auch von, wenn man hier, man kommt von hier, geht dann hier rüber, dass man den auch von Weitem schon sehen kann. Ja. Wollen wir die denn mittendrauf platzieren, dass man die direkt offensichtlich sehen kann? Also ich würde sagen, also hier wäre ein guter Platz, wo der Spieler sich halbwegs sicher fühlt. Und hier sind genug Ecken, wo wir den Radius so einkreisen können, dass sie ihn auf jeden Fall entdecken. Kann ich hier irgendwie ein Lagerfeuer hinmachen und eine Schatzkiste oder sowas hinstellen? Und hier ist auf jeden Fall noch genug Platz. Also es sind jetzt sehr schmale Wege, wo der Spieler noch durch kann. Ja. Da habe ich jetzt erstmal ein paar Bäume gepflanzt. Aber ich denke, für ein paar kleine Items wird es auf jeden Fall reichen. Wie groß das ist, ist eigentlich egal. Ne? Also das werden wir dann nachher sehen. Da wird nicht so viel passieren. Ich stelle dann die Püppchen da auf und rennen da mal durch und dann gucken wir mal, ob das so passt. Also im Prinzip ist es immer so, dass du denselben Arbeitsschritt pro neue Location von Anfang an machst. Nachdem halt das grobe Mesh, also die grobe Welt sozusagen gebaut ist, suchen wir uns halt erst die Basismaterialien raus. Zum Beispiel am Strand werde ich dann jetzt hier ein paar Felsen hinzumalen. Und wie man hier sieht, da wird dann eine zweite Textur aufgetragen. Und danach werden meistens die Bäume gepflanzt. Also Bäume werfen eben halt eine Menge Schatten, wenn es denn sonnig ist. Und ich baue auch gerne nach Schatten und weniger nach der reinen Baumgeometrie, sondern an einem Strand, wenn die Sonne halt den ganzen Tag im Osten steht, mehr oder weniger dahin wandert, dann hat man halt einen ziemlich dramatischen Schatteneinwurf den ganzen Tag. Unser Weather Editor, das ist halt schon ein ziemlich mächtiges Programm. Der besteht aus, ich weiß nicht, 60 verschiedenen Werten, wenn man so will. Jede Insel hat quasi zwei Basissettings, eventuell drei, wenn es auch Schlechtwetter geben soll. Die wird halt erst über diese ganze Insel gelegt, wenn man so will. Und in den kleinen Locations, also diese Mini-Locations, die wir überall haben, also nahezu jede Ecke ist eine Mini-Location, ist, wenn gefordert, kommt eine gesonderte Wetterzone hinzu. Man muss halt nur aufpassen, dass eben die verschiedenen Weather-Settings überhaupt zusammenpassen. Ja. Das ist jetzt eher die Disney-Variante.